Allergenwerte schützen 95% aller Allergiker. Erste Empfehlung der WHO. Grenzwerte der Allergene in Lebensmitteln kennen in der Regel nur eine Richtung, nach unten. Umso mehr wundert es, dass jetzt erstmals eine Empfehlung der WHO veröffentlicht wurde. Die mildere Tabelle von Vital 3. Mit diesen Grenzwerten werden 95% aller Allergiker geschützt. Auf was müssen sich Lebensmittelbetriebe jetzt einstellen? Herzlich willkommen zum BEAS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbehn, ich bin Geschäftsführer von BEAS. Hierzu gehören BEAS Digital, der BEAS Verlag und die BEAS Akademie. Die Grenzwerte für Allergene in Lebensmitteln sind in vielen Ländern unterschiedlich. Mal gilt Vital 3, mal andere Werte. Nun hat erstmals die WHO eigene Werte empfohlen. Und diese sind deutlich höher. Nur was waren die Beweggründe dafür? Was sind die ersten Reaktionen der Länder auf diese Empfehlung? Dazu kommt noch, dass die Regelungen, was ein Allergen ist und was nicht, in den Ländern unterschiedlich bewertet wird. Da wird es noch komplizierter. Was wo mit welchen Grenzwerten relevant ist, erfahren Sie von Herrn Jürgen Schlösser in dieser Podcast-Folge. Herr Schlösser ist Lebensmitteltechnologe und war über 30 Jahre bei Dr. Oetker mit den Schwerpunkten Qualitätssicherung und Produktentwicklung tätig. Er ist Gründungsmitglied des Runden Tisches für Allergenmanagement und des Fachausschusses Allergenmanagement beim Lebensmittelverband. Jetzt arbeitet er als Consultant für die Lebensmittelbranche. Diese Folge ist ein Ausschnitt aus einem Webinar der BEAS Akademie. Ich habe mir zwei Punkte mal rausgegriffen, wo ich gerade sehe, dass es uns tatsächlich besser geht. Im Dezember haben 4 Leute, einer aus der Feinkostindustrie, 2 Kollegen vom Lebensmittelverband und ich, unser 15-jähriges Zusammenarbeiten gefeiert in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt. Seit 15 Jahren versuchen wir für die Industrie eigentlich bessere Verhältnisse zu schaffen. Und naja, Sie wissen selber, meistens ist es nicht gelungen. Ne? Die Werte wurden immer kleiner, es ging immer weiter runter. Obwohl wir von Anfang an gesagt haben, ey, das geht nicht, das können wir überhaupt nicht analysieren und das ist eigentlich Quatsch. Und auch im letzten Jahr habe ich ja auch besonders Tenor gelegt auf Analytik, um zu zeigen, dass die Werte wirklich blöd sind, obwohl weltweit daran gearbeitet wird, dass es ganz viele Fehler bei der Analytik gibt. Also glauben Sie nicht, wenn Sie ein Analysenzertifikat von einem akkreditierten Labor bekommen, dass die Werte dort stimmen, wenn Sie nicht Validierungsversuche gemacht haben. Das habe ich letztes Jahr mehrmals erzählt, auf verschiedenen Vorträgen, auch hier 2-mal beim BEAS, um Sie einfach davor zu warnen. Klammer auf, das hört sich so mal an, als wenn ich gegen die Labore schimpfe, Klammer zu. Das ist aber gar nicht so. Das Equipment, also die Methode, ist nicht ausreichend, um ein vernünftiges, quantitatives Ergebnis zu bekommen. Ich schimpfe also nicht auf die Labore. Die Leute tun ihr Bestes, aber das Material bringt halt nicht besser was raus, als das, was wir gerade so haben. Okay, gucken wir uns an, wie es denn bei den Grenzwerten funktioniert. Sie erinnern sich, so, ich glaube, 2020 hat der Codex seinen allerersten Standard neu herausgebracht. Das war der Codex 1 über Lebensmittelhygiene. Und der ist wirklich komplett überarbeitet worden. Und dummerweise taucht das Wort Allergene 40 Mal auf. 40 Mal Allergene. Wenn Sie in den allerersten Standard reingucken, werden Sie feststellen, Allergene gab es gar nicht. Also gab es schon, aber nicht in dem Standard. Es stand da nirgendwo drin. Und jetzt 40 Mal. Es gibt auch ein eigenes Kapitel, nur für Allergenmanagement. Und hauptsächlich wird aber auch darin verwiesen auf einen Standard, der extra für Allergenmanagement rausgekommen ist, der CXC80. Ja, und da steht so ein weiser Satz drin, wir wollen zuständig sein vom Farm to Fork, ja, also vom Feld bis auf den Tisch. Da habe ich am Anfang schon gedacht, boah, was die sich da alles vorgenommen haben, na, ob das denn mal so gut ist. Hatte allerdings auch seine guten Seiten, ja, weil die Logistiker, sprich die Seekontainer, die Lkw-Fahrer, die Schiffsladung,
Das waren eigentlich nur Logistiker. Heute brauchen die auch ein HACCP-System, was uns wiederum hilft, weil jeder muss darüber nachdenken, ob sein LKW, ob sein Güterwaggon denn wirklich sauber geworden ist. Auch dazu hatte ich im letzten Jahr etliche Beispiele gebracht. Ich wiederhole die auch in dem Seminar nochmal, um Ihnen das Risiko in der Lieferkette zu zeigen, dass vieles nicht sauber gemacht wurde oder nicht richtig. Ja, da ist vielleicht mal einer mit dem Besen durchgegangen, aber das heißt noch lange nicht, dass der Güterwaggon oder das Schiff wirklich sauber war. Und ich kann auch einen LKW mit 20 Minuten warmes Wasser reinigen, dann ist der nicht wirklich sauber. Ja, da klebt halt Sojaproteine, die kleben dann drin. Und wenn Sie danach Zucker in dem Fahrzeug haben, dann wirkt Zucker wie Schmirgelpapier und holt Ihnen das Sojaprotein raus. Und Sie überlegen sich dann später, wo kommt das Soja eigentlich her, was man in meinem Produkt gefunden hat. So, zurück zu dem Codex. Der Codex hatte sich 8 Allergene ausgesucht. Also die haben eine weltweite Studie gemacht und haben gesagt, pass auf, das sind die 8 wichtigsten Allergene, die weltweit zu berücksichtigen sind. Und das haben sie auch erstmal so geschrieben. Aber dieser Expertenkreis sitzt tatsächlich immer noch zusammen und die haben festgestellt, für mich auch ganz groß verwunderlich, dass Soja aus diesem Big Eight herausfliegt und durch Sesam ersetzt wird. Die Experten sagen, für Soja gibt es überhaupt gar nicht so viele Publikationen, so dass sie der Meinung sind, dass Soja dann doch nicht so gefährlich ist. Ich hatte eher gedacht, gerade auf dem amerikanischen Kontinent ist Soja ein Riesenthema. Ja, Soja wird an jeder Ecke angebaut und sie finden heute Soja ubiquitär in allen Getreide oder sonstigen Pulvern wieder. Es ist wirklich schrecklich. Es ist eine Katastrophe. Und gerade, Sie wissen auch, die Amerikaner und Kanadier machen ja gerne mit genmanipulierter Soja. Auch das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das verbreitet sich weltweit. Das ist wirklich ein Drama. Aber ich dachte immer, die Soja-Allergiker, die sitzen alle da drüben, weil da so viel Sojaprodukte gegessen wird. Und nun steht da an, Soja fällt raus und wird durch Sesam ersetzt. Okay. Aber weil diese Experten ja darüber nachdenken, was wohl die wichtigsten Allergene sind. Also ich hätte ja den Codex noch geknutscht, wenn die geschrieben, ey, wir machen jetzt nur die 8, ne? Und dann machen wir einen Punkt. Dummerweise geht beim Codex der Satz weiter, da steht ein Komma, aber jedes Land kann für sich ja noch weitere Allergene dazu addieren. Und da kam die Europäische Kommission auf die Idee, vielleicht sollten wir auch mal über unsere 14 Allergene hier in Deutschland, in Europa nachdenken. Es kann ja sein, dass wir wichtige Allergene vergessen haben. Ja, und die EFSA war vorbereitet und hatte mal angeregt und das auch über Food Drink Europe gespielt, ob wir nicht so eine sogenannte Watchlist anfertigen, wo jedes Land noch Allergene reinschreiben kann, die sie wichtig finden. Und wir haben das im Fachausschuss beim Lebensmittelverband besprochen und wir waren der Meinung, pass mal auf, die WHO sagt nun, es gibt 8 wichtige Allergene. Wir in Europa haben schon 14. Wir sind der Meinung, wir sollten mal ein paar streichen und sollten uns nur auf die 8 wichtigen konzentrieren und doch mit dem Rest die Industrie in Ruhe lassen. Also Gottes Willen, macht nicht noch mehr. Ich selber habe eine Liste, ich glaube, da stehen so 80 bis 90 Allergene drauf für knapp 130 Länder. So, und wir hatten halt die Angst, wenn wir so eine allgemeine Liste, so wo jeder mal was eintragen kann, so rausbringen, dann führt das zur Katastrophe. Ne? Jeder versucht dann, ich habe da auch noch ein Allergen. Ne? Und so, da werden jede Kleinigkeiten werden dann da genannt und müssen dann natürlich auch wissenschaftlich untersucht werden. Also wir beschäftigen dann auch Leute mit Sachen, die wir auch in Zukunft gar nicht handeln können. Soweit mir bekannt ist, haben wir die Kuh auch vom Eis gebracht. Die Watchlist ist sozusagen schon im Entstehen gestorben, weil das ausufern würde. Und das finden wir ganz nett. Was nicht gestorben ist, ist die Diskussion um Vital 3.
Also wir haben ja schon gegen Vital 2 geschimpft, weil die Werte so klein sind. Und weil wir da geschimpft haben, musste man dann auch feststellen, dass im Vital 3 die Werte noch kleiner wurden. Das sehen Sie an den roten Zahlen in der zweiten Spalte. Ich weiß gar nicht, nee, mein Stift funktioniert hier nicht. In der zweiten Spalte von links, die roten und grünen Zahlen. Die roten sind kleiner geworden und die grünen tatsächlich ein bisschen besser. Und die haben, also das Vitalbüro hat argumentiert, weil wir ja jetzt noch mehr Patientendaten haben. Das sind die beiden Spalten auf der rechten Seite. Da finden Sie ja auch diese roten Zahlen. Weil wir jetzt mehr Patientendaten haben, deswegen mussten wir einige Allergene noch ein bisschen runtersetzen. Sprich, Grenzwerte heißt, wenn Sie unter diesem Wert sind, müssen Sie nichts tun. Wenn Sie über diesem Wert sind, also Milligramm pro Portionseinheit, dann sollten Sie oder müssen, nee, sollten, das ist freiwillig, Sie sollten eine Bemerkung auf Ihr Produkt schreiben, dass Ihr Produkt auch Haselnussmilch oder Ei enthalten kann. Darum geht es hier bei diesen Grenzwerten. So, und ja, die EFSA, wie auch das BfR, alle haben gejubelt über Vital 3 und haben gesagt, ja, tatsächlich, jetzt haben wir immer vernünftig Patientendaten mehr und können mit diesen Zahlen, ja, die sind jetzt valide, mit denen können wir arbeiten. Jetzt habe ich mal ein bisschen ketzerisch geguckt, also bei Erdnuss, ja, würde ich ja zustimmen, da sind jetzt doppelt so viele Patienten untersucht worden wie vorher. Ja, da waren vorher über 700 und jetzt habe ich fast 1300. Ja, ist schon eine coole Nummer. Aber dennoch, wenn ich jetzt, also ich bin mal jetzt so ein bisschen ketzerisch, ne? Wenn ich auch die paar Leute hochrechne auf die Erdbevölkerung, ja, dann muss ich ja sagen, das ist ja auch ein Fliegenschiss, ne? Das ist ja eigentlich nichts. Und man hat auch speziell für Vital 3 ein ganz neues Statistikverfahren nach Wieler erfinden lassen. Das hat, glaube ich, drei andere Statistikverfahren in sich, um sozusagen von so ein paar Leute auf die fast 8 Milliarden Menschen hochzurechnen. Okay, die Mathematiker sagen alles super, aber also jetzt ich so rein, ich habe keine Ahnung von Mathematik und schon gar nicht von Statistik. Das war auch in meinem Studium nicht so mein Steckenpferd. Würde ich mal sagen, ich verstehe das wirklich nicht, ob das denn möglich ist. Aber ganz schlimm finde ich, wenn Sie mal nach unten gucken, Lupine, ja, mehr Patientendaten, da wurde jetzt ein Mensch mehr getestet. Ja, bei Vital 2 waren es 24, jetzt sind es 25, also wurde ein Mensch auf Lupine mehr getestet und das hat auch fast den Wert, den Grenzwert für Lupine halbiert, von 4 Milligramm auf 2,6. Finden Sie das valide? Also ich nicht. Also muss ich sagen. Aber dennoch, bei Vital 2, ich glaube, ich habe bei jedem auf dem Schoß gesessen, ob es in Berlin oder in Brüssel war. Und ich habe versucht, mit allen zu reden und denen klarzumachen, das, was du von uns willst, können wir nicht leisten. Wir sind nicht in der Lage, so kleine Werte sicher zu analysieren. Und gib uns doch die Chance, Werte zu haben, mit denen wir alle umgehen können. Und ich habe die Politiker verstanden, die trauen sich letztendlich gar nicht, etwas gegen die Verbraucherverbände zu sagen, weil die stehen ja natürlich alle hinter diesen Vital 3-Werten. Eine kurze Unterbrechung. Manche würden sagen, BS macht Werbung, ich nenne es eine persönliche Empfehlung. Die Komplexität der rechtlichen Anforderungen sowie die im Rahmen der Qualitätssicherung zu ergreifenden Maßnahmen im Allergenmanagement stellen Lebensmittelbetriebe immer wieder vor neuen Herausforderungen. Produktentsorgungen und Rückrufe gilt es unbedingt zu vermeiden. Auf dem Online-Seminar Allergiemanagement in der Praxis, Risiken vorbeugen, Rechtssicherheit erlangen und wirkungsvolle Systeme etablieren am 12. März 2024 erfahren Sie, wie Sie Allergenrisiken minimieren bis hin zu vermeiden. Sie reduzieren Haftungsrisiken und werden den Vorgaben vom IFS, BRC und ISO 22000 erfüllen. Die VO 852 aus 2004 und Vital 3 setzen Sie gezielt um und kennzeichnen rechtssicher nach LMIV und LMIDV sowie den Bekanntmachungen der EU-Kommission. Für Ihr weiteres hohes Sicherheitsniveau nutzen Sie moderne Analysemethoden,
die genau auf Ihre Produkte zugeschnitten sind. Und bei falsch positiven Analyseergebnissen wissen Sie dann, wie Sie schnell reagieren, um den Schaden zu minimieren. Ohne Reiseaufwand werden alle Ihre Fragen beantwortet. Für weitere Informationen zu dem Online-Seminar gehen Sie bitte im Bärshop auf die Seite www.bärs.de/7626 oder senden eine E-Mail an akademie@bärs.de. Und jetzt geht es weiter mit den Ausführungen von Herrn Schlösser. Die Leute, also die Wissenschaftler, die bei den großen europäischen Allergenprojekten gearbeitet haben, die sitzen nämlich tatsächlich oder haben in den letzten Jahren alle in New York gesessen bei der WHO und haben da versucht, bei diesem Kodex mitzuarbeiten. Und die gibt es bis heute, diese Expertengruppe. Und die versuchen halt nach wie vor Daten zusammen, Laboranalysen auszuwerten. So, weil die sich auch gesagt haben, ja, der Standard ist schön, den wir jetzt so geschrieben haben. Ja, danach soll die Welt halt arbeiten. Aber wir brauchen noch auch Referenzmethoden. Und die sind letztendlich davon abhängig, dass wir Referenzmuster haben. Weil wenn ich kein Muster habe, nachdem jedes Labor sich selbst validieren kann, bin ich nicht in der Lage, weltweit so eine Referenzmethode rauszugeben. Ich selber habe mich immer schon gewundert, so die WHO sitzt ja für die ganze Welt da. Ja? Also hier in Europa gibt es arme Länder und reiche Länder, aber weltweit gibt es wirklich arme Länder. Und da habe ich immer gefragt, ey, glaubt ihr im Ernst, dass die sich da um 2 Milligramm Milch kümmern? Die sind da wirklich froh, wenn sie ihre Leute überhaupt satt machen können. Ob da jetzt so ein Krümmel noch Allergen drin ist oder nicht, das interessiert da doch keine Socke. Und die haben bestimmt jetzt auch nicht so ein super Equipment in ihren Labors, dass sie versuchen können, jetzt diese Krümmelallergene, die da möglicherweise drin sind, zu analysieren. Das ist alles Quatsch. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass die tatsächlich auch in diese Richtung denken. Weil ich habe mich schon gefreut, zufälligerweise habe ich beim Lebensmittelverband einen Vortrag gehalten, parallel zu mir, jemand, der zu dem Expertenkreis gehörte bei der WHO. Und wir haben festgestellt, dass wir unabhängig voneinander zu gleichen Ergebnissen gekommen sind. Dass man teilweise nur 20% der Allergene findet, die eigentlich drin sind. Und manchmal auch das Tausendfache. Das Tausendfache. Ich hoffe, Sie sind jetzt alle noch ruhig sitzen geblieben. Und die denken jetzt noch darüber nach, über ihre letzten Analysenergebnisse, die sie bekommen haben, ob die denn wo richtig waren. Ja, also es gibt Sachen, wo wir nicht wissen, woran es liegt, wo wir uns tatsächlich weltweit schon einig sind, was man gut analysieren kann und was man gar nicht gut analysieren kann. Aber in dem letzten Satz steckt eigentlich das, was ich Ihnen heute vermitteln will. So, Sie erinnern sich, im Dezember, wir haben unser 15-jähriges Bestehen gefeiert. Seit 15 Jahren versuchen wir, für die Industrie bessere Bedingungen auszuhandeln. Und jetzt, zum allerersten Mal, geht es in unsere Richtung. Weil die Expertengruppe nämlich auch gesehen hat bei der WHO, dass die Zahlen von Vital 3, EDO1, das heißt zum Schutz von 99% aller Allergiker, so klein sind, dass sie kein Labor der Welt sicher und wiederholbar das wirklich analysieren kann. So, die sind letztendlich auch über diesen Schritt gekommen, weil sie komplex über dieses Thema Allergene nachgedacht haben. Die haben nicht nur darüber nachgedacht, wie kann ich Allergene vermeiden, sondern wie kann ich das auch analysieren, ob ich das wirklich vermieden habe oder ob es noch da ist. Ja, woher weiß ich denn, ob meine Reinigung erfolgreich war oder nicht? Ist der LKW jetzt sauber oder ist das Analysenergebnis falsch? Das weiß man doch gar nicht. So, wir versuchen das immer rauszukriegen, aber da hakt's. Und ich danke wirklich diesen Experten von der WHO, dass sie sich auch diese Mühe gemacht haben, darüber nachzudenken und gehen jetzt den richtigen Weg, weil in dieser Vital-3-Studie gibt es mehrere Tabellen. So ganz vorne drauf liegt natürlich diese Tabelle, die das Vitalbüro eigentlich weltweit umsetzen wollte, zum Schutz von 99% aller Allergiker, nämlich diese EDO-1-Tabelle.
Wenn Sie dann so 20 Seiten weiterblättern, finden Sie plötzlich noch so eine Tabelle, nämlich die EDO5, die da heißt zum Schutz von 95% aller Allergiker. Ich kann mich erinnern, dass ich in Berlin auch schon beim Ministerium war und habe diese Tabelle denen vorgeschlagen. Und dann hat der zuständige Referent dort mir gesagt, hören Sie mal, Herr Schösser, ich stehe da morgen in der Bild-Zeitung oder in anderen Zeitungen, die ähnlich publizieren wie die Bild. Und da ist dann so ein Bild drin von so einem kleinen Kind, das einen Allergieausschlag hat. Und da steht dann drin, das deutsche Ministerium schützt nur 95% aller Allergiker und der Rest kann denen egal sein. Das mache ich nicht. Ja, ich habe den verstanden, warum er zögert, auf meine Vorschläge einzugehen, weil er Angst hat, wie die Verbraucherverbände reagieren. Diese Angst schien bei der WHO nicht da gewesen zu sein, weil sie haben genau diese Tabelle nun weltweit zur Diskussion gestellt. Nämlich, weil ich das nicht so vernünftig analysieren kann und man aber auch festgestellt hat, dass das gar nicht so schrecklich ist. Es gibt ja, da komme ich gleich zu, die Charité hat hier auch eine Stiftung, EKF, die festgestellt hat, dass bis 5 ppm nichts Schlimmes passiert. Ja, die bekommen einen Hautausschlag. Mein Sohn gehört auch dazu. Wenn der auf so einem Surfbett rauspaddelt, der ist allergisch gegen manche Kunststoffe. Der hat dann am Bauch einen leichten Hautausschlag mit kleinen roten Pickelchen. Die sind aber nach 20 Minuten wieder weg. Ja, und der Professor Zuberbier sagt, das kann ich einem Allergiker zumuten, dass er mal für 20 Minuten, vielleicht auch für eine Stunde, dass er eine geschwollene Lippe hat oder einen leichten Hautausschlag oder es kribbelt ihn hier oder da und dann geht das wieder weg. Dafür muss ich nicht essbare Lebensmittel wegschmeißen lassen. Das war der Tenor dabei. So, und hier sehen Sie den Konflikt, den wir nun gerade austragen. Ganz links sehen Sie nochmal die Werte von Vital 2, über die wir schon geschimpft haben. In der Mitte ist die Spalte für Vital 3 zum Schutz von 99% aller Allergiker. Und selbstverständlich der Deutsche Allergie- und Asthmaverband bevorzugt natürlich diese Tabelle. Sie möchten am liebsten 99,9% aller Allergiker schützen, was ich durchaus verstehen kann. Dafür sind Sie da. Und rechts ist die Tabelle, die nun die WHO unterstützt, Vital 3 zum Schutz aber von 95% aller Allergiker. So, und wenn Sie jetzt mal die Tabellen da so sich so angucken, muss man sagen, da ist eine Zehnerpotenz drin. Das ist doch eine schöne Tabelle. Ne? So, und tatsächlich, die Welt hat reagiert. Das war die bisherige Situation in Holland. Holland ist, glaube ich, das Land, wo sich alle nicht einig sind. Ganz links ist so eine halbstaatliche Organisation namens TNO, die übrigens an dem Vitalbüro beteiligt sind. Klammer auf, Vitalbüro ist eine Cashcow, Klammer zu. Weil die TNO muss 50% ihrer Kosten irgendwie selbst decken. Das tun sie zum Beispiel auch damit. So, in der Mitte finden Sie eine Spalte von dem holländischen Verband, Handelsverband Simply Okay. Und ganz rechts finden Sie eine Tabelle von der holländischen Lebensmittelüberwachung. Jetzt gucken Sie sich bitte schön mal diese kleinen Zahlen an. Das ist absolut Wahnsinn. Das ist etwas, was da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und jetzt im Dezember, also vorletzten Monat, kam eine holländische Studie raus. Sie ist noch nicht umgesetzt, aber ich denke, das kann man nicht mehr aufhalten. So, und wenn Sie mal jetzt so ein bisschen gucken, von links nach rechts, nach wie vor die TNO bleibt dabei, Vital 3 zum Schutz von 99% aller Allergiker. Daneben habe ich die Tabelle mal geschrieben, Vital 3 zum Schutz von 95% aller Allergiker. Der Handelsverband hat im Moment noch nicht reagiert. Simply Okay ist bei ihren Werten geblieben. Und dann kommt diese Tabelle von der holländischen Lebensmittelüberwachung alt gegen neu. Das ist doch Unterschied wie Tag und Nacht. Ha? Das sind auch mal Werte, wo man sagen muss, ja,
Er geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also hier geht es ja nicht mehr um eine Zehnerpotenz, hier geht es um ein paar Zehnerpotenzen. Mann, wie konnte sich in Holland einer so vertun in der Vergangenheit? So, und da sehen wir auch, direkt daneben ist eine Tabelle aus Belgien. Die haben schon mit Vital 2 eigentlich eine Tabelle rausgebracht, wo man sagen musste, ja, da war mal ein pragmatischer Mensch am Werk. Oh, also ich arbeite jetzt seit 15 Jahren, ich kann mir diese Zahlen auch immer noch nicht merken. So, und ganz rechts sehen Sie Tabelle von der deutschen ALS-ALTS, Expertenkreis, allerdings pro 100 Gramm Portion, ist also nicht so 100% vergleichbar mit dem, was da steht, aber die Zahlen passen da schon irgendwie hin. Also Sie sehen, es geht voll in die richtige Richtung, dass wir Werte bekommen, die doch analysierbar sind. Interessant ist das Echo aus Sydney, weil Vital hat gesagt, ja, die Tabelle zum Schutz von 95%, also EDO5, ist auch okay für uns. Und ganz brandneu, ich glaube, es ist ein paar Wochen alt, eine Empfehlung der australischen Regierung, dass die Lebensmittelhersteller sich doch neutral von Vital kontrollieren lassen sollen, zeige ich Ihnen gleich bei der Schweiz. Also es ist ganz viel in Bewegung im Moment. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr einig werden darüber, dass wir diese EDO5-Tabelle wirklich ins Laufen kriegen. Hier sehen Sie eine Übersicht, was gerade so, wie die Länder so reagieren. So im Norden, ja, also es wird diskutiert, aber nach wie vor, ja, Schutz von 99% aller Allergiker. Deutschland, Frankreich, Spanien machen nach der deutschen Liste. Italien ist schwierig. Die Italiener haben ja verschiedene Referenzlabore und je nachdem, mit wem man spricht, mit dem einen kann man reden, mit dem kann man sagen, hey, probier doch mal ein anderes Kit aus, wirst du sehen, dass du zu anderen Werten kommst. Es gibt aber auch italienische Referenzlabore, die sind stur. Tschechien gehe ich gleich drauf ein, weil Tschechien hat ein besonderes Drama aufgestellt. Holland, Belgien habe ich Ihnen gerade gezeigt. Nach wie vor, die meisten europäischen Länder arbeiten mit Null. Also sobald das Behördenlabor irgendetwas gefunden hat, sind sie dran. Tschechien. Tschechien hat so ein System wie das Vital 1. Also in dem Seminar werde ich mal nochmal die Geschichte von dem Vitalbüro erzählen, über Vital 1 und 2 und 3 und den verschiedenen Tabellen und wer da überhaupt alle mitmischt. Weil es ist ja auch komisch, dass da Engländer, Amerikaner und Holländer bei Vital mitmischen, die ich übrigens alle kenne. Nur diesen Alibi-Australier, den habe ich, glaube ich, nicht kennengelernt. Sie merken schon, ist irgendwie ein bisschen komisch, aber die haben sich weltweit durchgesetzt. So, und dieses System der Tschechen erinnert nämlich an das Vital-1-System. Wenn Sie unter der linken Spalte sind, müssen Sie nämlich gar nichts machen. Wenn Sie etwas analysiert haben, was zwischen der linken und der rechten Spalte ist, dann müssen Sie eine Spur auf Ihren Produkten deklarieren, also kein Milch enthalten. Wenn Sie über der rechten Spalte sind, dann ist das keine Spur mehr, sondern eine Zutat. So, das war für mich auch noch nicht so ganz klar, weil die Tschechen handeln danach. Und im letzten Jahr hat es einen deutschen Süßwarenhersteller gegeben, der hatte 600 ppm Milch in seinem Produkt. Auf dem Produkt steht drauf, kann Milch enthalten. Und das Obersowieso-Gericht in Prag hat entschieden, dass 600 ppm Milch keine Spur mehr ist, hat den Hersteller verklagt, Rückruf, allem drum und dran. Wir sind im Moment dabei, das möglichst weiterzutreiben. Ich habe sowohl dem Süßwarenverband wie auch dem Lebensmittelverband empfohlen, auch nicht ich alleine, sondern auch ein Rechtsanwalt dazu, man möge das vor den Europäischen Gerichtshof bringen, weil die Tschechen sind die einzigen weltweit, die eine Spur definiert haben, also von bis. So, und das gab es bei der Vitalgeschichte schon mal. Und ich erzähle Ihnen im Seminar, was daraus geworden ist eigentlich.
So, und hier denke ich, dass die Tschechen etwas tun, was von der europäischen Gesetzgebung eigentlich nicht gewünscht ist. Ich hoffe nur, dass der eine oder der andere Verband das wirklich tut und versucht zu klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass wir damit Erfolg haben. Aber im Moment gilt, wenn Sie nach Tschechien exportieren, passen Sie höllisch auf. Sie sind mit dran. Wenn Sie ja mehr als 25 ppm da drin haben, verloren. Und das ist unheimlich wenig. So, und ich denke, dass die meisten das nicht haben. Wenn wir mal weiter so weltweit gucken, also das war so Europa, Kanada war, glaube ich, die Ersten. Die haben ein tolles Papier rausgebracht über Allergenmanagement, wie man Allergene vermeiden kann, was man Reinigung, wie man kontrollieren kann, so alles pipapo. Und die bringen auch diese Diskussion da rein zwischen 99 und 95-prozentigen Schutz und präferieren die EDO5-Tabelle. Ich glaube, das war ungefähr zeitgleich. Oder die Kanadier waren noch schneller als die Empfehlung der WHO, weiß ich nicht so genau. Aber es geht in die Richtung. So, die Kanadier können auch damit leben. Das ist nach wie vor, Japan hat sich nichts getan. Ich weiß nicht, ob die WHO-Empfehlung gelesen haben oder auch nicht. Auf jeden Fall tut sie da nichts. Das heißt, in Japan, es gibt keine Spur. Die dürfen sie da nicht drauf deklarieren. Als Ersatz dürfen sie auf ihr Produkt schreiben, dass in diesem Werk auch dies und jenes Allergen verarbeitet wird. Also das, wo man sie hier in Deutschland für bestraft, sollten sie in Japan draufschreiben. Wenn sie hier die Spur vergessen, draufzuschreiben wie in Japan, werden sie schon wieder bestraft. Also ist nach wie vor schwierig international. Nach wie vor die Schweizer. Ich bewundere die. Hier in Deutschland, sage ich mal, kann es sein, dass die Schweizer irgendwie stärker sind als wir Europäer? So, wir fallen ja schon um bei dem Verdacht, es könnte ein Allergen drin sein, wären wir ja schon ganz schwach. Ne? So, die Schweizer lassen sich neutral kontrollieren von diesem Service Allergie Swiss. Ja, da ist so ein Aha-Logo auf dem Produkt drauf und da dürfen bis 50 ppm Allergene drin sein. So, ja, also habe ich vom DAB immer gehört, die Leute sterben. Ich bin so einmal im Jahr in der Schweiz. So, die sind nicht gestorben. Ich habe jetzt auch noch um die Jahreswende noch mit einer Schweizer Firma ein Projekt gehabt. So, alles supi. So, und das, was in der Schweiz ist, ich habe das eben schon mal angedeutet, das gibt es auch hier, eine europäische Stiftung namens ECAF. Und der Professor Zuberbier hat eine Riesenstudie gemacht, der hat annähernd so viele Patientendaten wie das Vitalbüro auch. Das Papier wird von einem Medizinernetzwerk namens Gehlen unterstützt. Da sitzen 2000 Mediziner drin. Interessanterweise, im Vitalbüro gibt es überhaupt keinen Mediziner. Also die dürfen da mitarbeiten, ne? Aber letztendlich machen die ganzen Studien, um zu testen, wann ein Allergiker denn reagiert. Aber auswerten machen das alles Chemiker, BWLer, so. Die legen auch die Mitgliedsbeiträge fest. So, okay, ECAF, wenn Sie sich von denen überwachen wollen, die nehmen auch Geld, aber das Geld geht auch komplett in diese Stiftung und 100% wird ausgegeben für Allergenforschung. So, und der hat gesagt, 5 ppm, das würde uns auch wiederum helfen, weil das ist eine Konzentrationsangabe, so wie bei auch Gluten. Ja, gibt es 20 ppm glutenfrei, 100 ppm glutenarm. So, und der sagt nun erstmalig, okay, wir haben das verstanden mit der Portionseinheit. Das ist aber unpraktisch, weil alle Labore untersuchen einen Konzentrationswert. Und wenn ich dann immer hin und her rechnen muss, und dann rechne ich mir die Portionseinheit so, dass es irgendwie passt, das ist alles blöd. Gut. Kommen wir langsam zum Ende. Hier sehen Sie nochmal, es gibt unheimlich viele Allergengesetze weltweit, aber über 90% dieser Gesetze beruhen nur darauf, dass die Allergene fett zu kennzeichnen sind in der Zutatenliste. Punkt. Mehr nicht. Es gibt keine Spuren,
Es gibt auch keine Untersuchung. So, damit überlassen die das alles dem Hersteller. Es gibt nur ganz wenig Länder, die tatsächlich so eine Liste machen. Die Chinesen haben, ich habe neben zwei chinesischen Professoren gesessen auf so einer Konferenz in Madrid, ich glaube vor 7, 8 Jahren. Da haben die beiden mir schon versucht zu erklären, dass sie in China alles auf dem Kasten haben. Allergene können die super handeln. Und ich bin danach auch zweimal in China gewesen, um festzustellen, die machen gar nichts. Jetzt fangen die tatsächlich an. Jetzt findet man neue Publikationen in Richtung auch Analytik. Also die versuchen jetzt, alles noch neu zu erforschen. Aber auf jeden Fall spielen die mit. Also letztendlich ist aus China demnächst auch zu erwarten, dass es auch da Tabellen gibt. Ansonsten weiß ich da nicht. Ich möchte hier nochmal darauf aufmerksam machen, weil ich das immer wieder lese, dass sie gerne Oberbegriffe nehmen. Ja, dieses Produkt kann auch Baumnüsse enthalten. Das hilft jetzt dem Haselnussallergiker nicht, weil er kann Haselnüsse nicht essen, aber alle anderen Nüsse kann er. So, sie würden ihn ausschließen. Dann kommt hinzu, dass wenn sie diese Überbegriffe benutzen, dass das in verschiedenen Ländern ganz anders gesehen wird. Ja, die Amerikaner haben doppelt so viele Baumnüsse wie wir. Also wenn sie nur Baumnüsse draufschreiben und entscheiden sich plötzlich, ihr Produkt auch in die USA zu exportieren, haben sie verloren. Ja, sie haben nicht nach Kokosnuss oder Litschi oder Kastanien geguckt. Und sollte einer von der FDA mal rüberkommen, ich hoffe, sie haben das dann auch in ihr HACCP mit reingeschrieben und alle ihre Lieferanten mit abgefragt, dass sie auch diese Allergene mithandeln, mit berücksichtigen, auch wenn die nicht in der europäischen Gesetzgebung ist. Ich weiß, jetzt schreiben bestimmt 30 Leute, nö, es reicht, wenn ich da draufsteht, nach europäischen Gesetzen behandelt. Ja, wenn im B2B-Geschäft ist das okay, dann können Sie das mit Ihrem Kunden halt ausmachen, wer was macht. Sollten Sie aber ein Fertigprodukt darüber schicken, haben Sie verloren. Weil in den USA gelten halt andere Gesetze als bei uns. Das war der Gag eigentlich vom letzten Jahr, weil die Experten haben sich auch solche Sätze ausgedacht, was man da drunter schreiben kann, kann sowieso enthalten oder ähnliche Dinge. Und ich wollte darauf aufmerksam machen, dass wir ja in Europa Insekten zugelassen haben. Und wir haben festgestellt, dass die Insekten eine ähnliche Proteinstruktur haben wie die Nahrungsmittel, die Allergene verbreiten. Und der Expertenkreis war der Meinung, dass man auf diesem Produkt nämlich draufschreiben soll, dieses Produkt ist für Insektenallergiker nicht geeignet. Das kommt demnächst. Also sollten Sie Produkte haben, wir sind ja unter uns, wo nicht alle Insekten so zu vermeiden sind, wird schwierig. Ich hoffe, dass der Grenzwert sehr hoch ist, sodass wir da nicht drüber nachdenken müssen. Im Moment gibt es noch keinen Vorschlag bis auf diesen Satz. Und der Satz ist ein paar Mal aufgetaucht. Deswegen will ich einmal nur mal kurz darauf eingehen, wo Sie vielleicht bei Ihrer Zutatenliste drauf achten sollen. Bisher ist so, dass Sie einfach die Allergene die kennzeichnen, die in Ihrer Zutatenliste stehen. Aber es gibt einige Länder, denen das nicht ausreichend ist. Sie sehen Italien, Spanien, Dänemark, Niederlande. Die wünschen sich nämlich, dass sie exakt die 14 Begriffe aus der LMIV benutzen. Ja, also Hering allein reicht nicht aus, weil es könnte Leute geben, bestimmt jetzt nicht an der deutschen Küste, die nicht wissen, was Hering ist. Da gehört also das Wort Fisch rein. Ja, und so gilt das bei allen anderen Sachen auch. Dann kommen wir noch dazu, zu den Spuren. Bisher haben wir uns alle schon dran gewöhnt, wir schreiben dann die Spur drauf, kann Spuren von sowieso enthalten, weil die Spur nicht definiert ist. Sie erinnern sich jetzt bitte an die tschechische Tabelle, die so schrecklich aussieht, sondern Sie schreiben da drauf, kann Mandel und Gluten enthalten.
Und wenn Sie schon Gluten schreiben, vergessen Sie bitte die Weizenallergiker nicht. Das machen auch viele falsch. Wir denken immer nur an die Glutenverordnung, das ist aber eine ganz andere Verordnung. Das ist die 828, die hat eigentlich nichts mit der LMIV zu tun. Aber in der LMIV steht glutenhaltiges Getreide, damit sind aber die Weizenallergiker gemeint. So, und dann wenigstens in England und in Holland ist es schon passiert, dass eine Handelskette in England und eine in Holland, dass sie draufschreibt, dieses Produkt ist für Zöliakiekranke, Mandel- und Weizenallergiker nicht geeignet. Also sollten Sie nach England und nach Niederlande liefern. Im Moment ist der Satz noch nicht so wichtig. Ich hoffe, dass der sich wieder totläuft, weil ich habe alle Marketingkollegen aufschreien hören. Die schreiben dann auf ihr Produkt nicht drauf, dass dieses Produkt nicht geeignet wäre. Das soll da demnächst draufstehen. Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Gut. Soweit ungefähr zu der Präsentation heute. In der Vergangenheit waren Sie von mir gewohnt, dass ich Ihnen immer so schöne Analytikbeispiele zeige. Das hätte jetzt hier heute den Rahmen gesprengt. Aber ich habe wirklich Ende letzten Jahres noch eine ganz tolle Geschichte erlebt. Die kann ich nun erst auf dem Allergenseminar am 12. März bringen, wo es uns tatsächlich gelungen ist, gegen eine Paragraph 64-Methode vorzugehen. Sie wissen, für die Hälfte der Allergene gibt es eine PCR-Methode, Paragraph 64. Ja, und ich hatte einen Hersteller, bei dem hat man 600 ppm irgendwas gefunden. Und wir haben es geschafft, die Forderung nach einem öffentlichen Rückruf zurückzudrängen. Und die Behörde hat das auch angenommen, dass tatsächlich die Paragraph 64-Methode ins Wanken gekommen ist. Und wie wir das alles gemacht haben und warum das geklappt hat, erzähle ich Ihnen erst am 12. März. Erstmal soweit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das waren die Ausführungen von Herrn Schlösser. Details zum sicheren Allergenmanagement in der Praxis erhalten Sie auf dem Online-Seminar am 12. März. Unter anderem mit Herrn Jürgen Schlösser. Für weitere Informationen zum Seminar gehen Sie bitte im Bärshop auf die Seite www.bers.de/7626. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Arno Langbein.